Moje, Gude. So grüßten sich die Leute in Hessen, glaube ich. Gude. Vielleicht auch noch anderswo. Was weiß ich schon? Was ich weiß, beziehungsweise ich weiß es, weil ich es gelesen habe, dass sich angeblich immer mehr Paare verfremden. Das könnte mir und Dingens nicht passieren. War ein Witz. Was sonst als ein Witz? Sie wird zu Hause sein, befahl er, kehrte sich und ging. Was für eine boshafte Person, dieses Dienstmädchen. Wie giftig sie das Wort Frau Direktor betont hatte. Beinahe höhnisch. Auf der Treppe begegnete ihm der Briefträger. Eine Postkarte für Frau Direktor, meldete er nach oben. Der auch, feiges Volk, Tatsachenknechte. Hätte ich sie geheiratet, so würde sie heute wahrscheinlich mit meinem Namen nennen. Auf der Straße zog er die Uhr, 11:30. Reicht zur Not gerade noch zur Frau Steinbach vor dem Mittagessen. Ein wenig weit war von der Münstergasse ins Rosental. Allein, wenn man ein bisschen auszieht. Und das trauliche Gärtchen mit den Astern im Herbstsonnenschein leuchtete ihm im Gedächtnis. Rüstig machte er sich auf den Weg, glücklächelnd ob der Vorstellung der Freundin, sie wiederzusehen. Und je länger, desto rascher trieb ihm das Verlangen. Vor dem Gartenhäuschen jedoch stutzte er. Natürlich, wahrscheinlich ebenfalls nicht zu Hause, denn wenn das einmal anfängt, so geht das wie eine Seuche. Doch nein, Wunder, ein Freudenruf erscholl oben aus dem Fenster, und freundschaftsstrahlend eilte sie ihm entgegen, die Treppe herab. Wenig fehlte, so wären sie sich um den Hals gefallen. An beiden Händen zog sie ihn mit sich. Sie sind sie's wirklich? Und nun setzen Sie sich und erzählen Sie mir, vor allem, lieber Freund, wie geht es Ihnen? Wie soll ich das wissen? Laut auflachte sie vor Vergnügen. Daran erkenne ich Sie wieder. Also reden Sie, sprechen Sie, einerlei was. Nur, dass man Ihre Stimme hört, damit man auch ganz sicher weiß, Sie sind es leibhaftig und es ist ja nicht etwa bloß ein schönes Märchen. Denn bei Ihnen, mein Herr, geht ja Fantasie und Wirklichkeit derart durcheinander, dass man sich nicht wundern würde, wenn sie einem plötzlich wieder unter den Augen verschwänden. Ein bisschen aus dem Gleise, der Gedankenzug, scherzte er, nicht ganz tadellos gekuppelt. Befehlen Sie übrigens, dass ich mich rundherum drehe, um Sie von meiner Leibhaftigkeit zu überzeugen? Nein, geben Sie mir lieber noch einmal die Hand. So, nun halte ich Sie aber fest. Nein, diese Überraschung. Wann sind Sie denn eigentlich angekommen? Gestern Abend. Aber wissen Sie auch, dass Sie je länger, je jünger und hübscher werden? Und natürlich, das fehlt nicht, immer mit dem erlesenen Geschmack gekleidet. Oh la la, schweigen Sie, eine alte 33-jährige Witwe und Sie, etwas kräftiger und männlicher scheint mir als vor 4 Jahren. Wie soll ich sagen? Sicherer, mutiger, übermütig sogar, unternehmend, angriffslustig. Möge es so bleiben, dann darf man also bald etwas Großes, Schönes von Ihnen erwarten. Sie wissen, wie ich darauf zähle. Ach Gott, was das betrifft, seufzte er und sann sorgenvoll vor sich hin. Wenn Sie noch so ein kummervolles Gesicht machen, lachte sie, so habe ich doch kein Mitleid mit Ihnen, nicht das Mindeste. Vollendungswehen, Siegessorgen. Da summte vom Münster drüben die Mittagsglocke ihren tiefen Sang. Wissen Sie was? Schmeichelte sie, während er sich erhob. Kommen Sie diesen Nachmittag zu einer Tasse Tee ganz allein unter uns. Schon wollte er freudig zusagen, da erinnerte er sich, leider schon anderswo verpflichtet, bedauerte er verstimmt. Ei, sieh doch, gestern Abend erst angekommen und heute schon vergeben. Indessen, ich will mich nicht in Ihre Geheimnisse drängen. Ungern gestand er, doch gerade deshalb tat er's, denn er gestattete sich keine Feigheitchen. Es ist kein Geheimnis, sagte er, für niemand, geschweige denn für Sie. Ich habe mich nämlich auf 3 Uhr Nachmittag bei Frau Direktor Wüß angemeldet. Befremdet schaute sie ihn an. Was in aller Welt haben Sie denn in dem demokratischen Tugendtempel verloren? Kennen Sie denn den Herrn Direktor? Ihn nicht, hingegen Sie. Jetzt verwandelte sich ihr Gesicht und nahm einen kalten Ausdruck an.
ich weiß, sagte sie abwendend. Sie haben sie vor 4 Jahren einmal flüchtig an der Kuraorte getroffen. 1 oder 2 Tage, glaube ich. Flüchtig? Rief er empört. Flüchtig? Das sagen Sie, die es doch besser wissen. 1 oder 2 Tage? Was heißt das, Tage? Misst man den Wert des Lebens mit dem Kalender? Ich denke, es gibt Stunden, die schwerer wiegen als 30 Jahre der Gewöhnlichkeit. Stunden, die ewig leben, so gewiss wie irgendein Kunstwerk, gewisser sogar, denn der Künstler, der sie schuf, ist der heilige Weltgeist der Schönheit. Was sie leider nicht davor schützt, zu vergehen und zu vergessen. Ich kenne kein Vergessen, ich dulde keine Vergangenheit. Sie mit ihrer Fantasie nicht. Dafür andere Leute, namentlich, wenn die Gegenwart alle ihre Wünsche befriedigt. Glauben Sie wirklich, dass Frau Direktor Wyss Ihren Besuch erwartet oder ihn sonderlich vermissen würde, wenn er ausbliebe? Das glaube ich allerdings nicht. Bezwecke auch mit meinem Besuche keineswegs Ihr Vergnügen. Frau Steinbach schwieg eine Weile. Dann redete sie, wie für sich selber, doch laut und nachdrücklich. Die schöne Teuda Neukomm ist jetzt ein abgeschnitten Stück Brot, zufrieden in glücklicher Ehe. Ein gebildeter, angesehener und hochachtungswerter Mann, den sie liebt und der ihre Liebe auch wert ist. Ein reizendes Kind, ein wahrer Engel von einem Buben, sage ich Ihnen. Ein kecker, schwarzlockiger Trotzkopf wie seine Mutter, fängt sogar schon an zu sprechen. Ja, machen Sie nur ein Gesicht, als ob Sie mit der Achsel zuckten. Ihnen mag das Nebensache sein, der Mutter aber nicht. Dazu ein reicher Sippschaftssegen von Freunden und Verwandten, in denen ihre Wonne schwimmt, allen voran ihr Bruder Kurt. Der Wundermensch, der große Genie, ihr Abgott. Hier unterbrach sie sich und lächelte ein wenig vor sich hin. Übrigens, da fällt mir eben ein, sie ist ja diesen Nachmittag gar nicht einmal zu Hause. Sie fährt mit dem Gesangsverein über Land. Verzeihen Sie, sie wird zu Hause sein. Ah, wenn Sie das so bestimmt wissen, so füge ich mich natürlich. Dann plötzlich, ihn ernst anschauend, »Lieber Freund, sagen Sie mir aufrichtig, was wollen Sie von Frau Direktor Wyss?« »Nichts«, schnitt er unwillig ab. »Umso besser, sonst würden Sie einer empfindlichen Enttäuschung entgegengehen. Also dann ein andermal, wann immer Sie mögen. Bei mir, das wissen Sie ja, sind Sie jeden Tag zu jeder Stunde willkommen.« Während sie ihn hinausgeleitete, sagte sie noch einmal nachdrücklich, »Die schöne Teuda ist jetzt ein abgeschnitten Stück Brot.« Wie auffällig sie den Spruch von abgeschnittenem Stück Brot wiederholt hatte. Sie wird doch nicht etwa glauben. Oh nein, meine Teuerste, der Bräutigam der Herren Imago ist gegen eine Frau Direktor Wyss gefeit. Also das ist jetzt ihr neuester Sport, Buben in die Welt zu setzen. Bitte, gnädige Frau, lassen Sie sich ja nicht etwa stören. Zwillinge, Drillinge, meinetwegen Zwölflinge, tun Sie ganz, als wenn ich nicht da wäre. Doch halt! Dass ich antworte, ich wollte nichts von ihr, war nicht genau. Das müssen wir berichtigen und ließ ungesäumt durch den Aufzugknirps Frau Steinbach einen Zettel zustellen. Liebe Freundin, eine Berichtigung. Nicht nichts will ich von ihr, sondern dass sie die Augen vor mir niederschlage, das will ich von ihr. Ihr getreuer Viktor. Mann. Im Speisesaal langweilten sich die Gäste längs den Wänden auf und ab, bald zum Fenster hinaus stierend, bald zerstreuten Geistes die Bildertafeln, betrachtend, bis das Mittagessen endlich käme. Vor dem schwarz umränderten Kopfbilde eines Staatsmannes, der Name war natürlich unleserlich, blieb Viktor stehen, ein kräftiges Gesicht mit derben, markigen Zügen, wie nach dem Muster eines Holzschnitts geboren. Uneigennützigkeit und Zielbewusstsein. Im Ausdruck feurige Überzeugungshaltung, blicklose Vereinsaugen, nicht gewohnt, Mann gegen Mann zu trotzen, sondern gegenstandslos über eine Menge zu gleiten. Des Mannes Kernspruch vermochte er zu buchstabieren, alles durch die Volksschule. Ja, danach sah der gerade geschrobene Herr aus. Die Welt als eine Erziehungsanstalt aufgefasst. Zweck des Lebens, lernen, hernach lehren. Keine Wahrheit. Sie schmecke denn nach Weisheit und keine Weisheit oder sie rösche nach Ermahnung. Das Unheil, das der angestiftet hätte, mit seinem wandtafeligen Überzeugungsviereck, wenn man ihn das Schicksal statt in die unschädliche Abstimmungsschachtel an das Steuer der Weltgeschichte gestellt hätte.